Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geist. Freut euch und dankt Gott, der euch zu sich gerufen hat. Ihr seid Kinder Gottes und Erben seiner Herrlichkeit. Halleluja. Mit diesem Eröffnungsvers möchte ich Sie, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Sie jetzt am Fernsehen, am Computer, über YouTube diese heilige Messe mitverfolgen und mitfeiern und die ganz kleine Gemeinde hier in der Marienkirche in Altoberhausen herzlich begrüßen zum zweiten Sonntag der Osterzeit. Ostern liegt schon hinter uns und was 8 Tage danach geschah, davon hören wir gleich im Evangelium. Die Auferstehung, das Ostergeschehen, hat Folgen gehabt. In der Apostelgeschichte hören wir, wie die ersten Jünger und Jüngerinnen, die Männer und Frauen, sich zusammensetzten, regelmäßig zum Gebet zusammenkamen und eine sehr enge Gemeinschaft waren. Und so sind wir jetzt miteinander in diesen schwierigen Zeiten auch über die Medien miteinander verbunden, als gläubige Gemeinschaft, als Schwestern und Brüder im Herrn versammelt. Auferstandener Herr Jesus Christus, in der heiligen Kommunion schenkst du uns beglückend tiefe Gemeinschaft mit dir. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du rufst Menschen unterschiedlichen Alters und in jeder neuen Generation. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du lehrst uns den Weg der göttlichen Barmherzigkeit. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Guter Gott, schenk uns deine göttliche Barmherzigkeit und schenke uns auch Vergebung unserer Schuld. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind. Und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Amen. Lesung
Aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Danke dem Herrn. Seine Liebe. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich will ich rühmen. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus, Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben
die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir bleiben zu Haus. In diesen Wochen organisieren wir unser ganzes Leben neu. Ein Virus lähmt die Welt. Das Zauberwort dieser Zeit heißt Homeoffice. Selig, wer seinen Arbeitsplatz zu Hause einrichten kann. Viele können es nicht, weil ihr Dienst, ihre Arbeit an einen Ort gebunden ist. Im Geschäft, in der Produktion, im Krankenhaus, im Altenheim, auf der Polizeiwache oder Feuerwehr. Dank moderner Medien können wir auf vielfache Weise miteinander kommunizieren. Mit dem Handy kann ja jeder zum Filmemacher und Regisseur und Sender werden. Und mit dem Handy trägt jeder auch das Heimkino als Empfänger gleich in der Hosentasche. Diese Zeit setzt ganz neue kreative Potenziale frei. Ich finde es schon äußerst interessant und bemerkenswert, was für Bilder und Filme beispielsweise zum Thema Danke den neuen Helden des Alltags oder Mundschutz tragen oder auch zu Hause bleiben über die gängigen Plattformen auf meinem Handy landen. Ein kleiner Film eines Oberhausener Fußballvereins hat mir dieser Tage besonders gut gefallen. Die Botschaft ist ganz schlicht: Wir bleiben zu Hause. Kinder und Trainer sagen diesen Satz jeweils in ihrer Heimatsprache oder der Sprache, die sie gut sprechen können. Einmal spiegelt es die bunte Vielfalt der Menschen im Verein und auch in unserer Stadt Oberhausen wider. Zum anderen ist es ein Bekenntnis, sich an das Gebot der Stunde, zu Hause bleiben, zu halten. Und auch eine Aufforderung und Bitte an den Zuschauer und Zuhörer, es ihnen doch gleich zu tun. Eine sympathische und ehrliche Einladung, wie ich finde. So sind wir alle weltweit von dieser eigenartigen Situation betroffen und müssen uns miteinander solidarisch menschlich arrangieren, verantwortliche Wege und Formen zu finden, uns selber und andere zu schützen und einander zu helfen und in der Not beizustehen. Bei vielen Menschen wächst ein neues Gespür für Nächstenliebe. Und da sind mir diese Fußballkinder wirklich sehr sympathisch. Ganz im Gegenteil zu manchen abstoßenden Charaktereigenschaften, die diese Krisenzeit in diesen Wochen auch offenbart, bei Politikern und Verantwortlichen, die mit fachlicher Unkenntnis, Gier nach Machterhalt und Profit, Egoismus und Ignoranz durch unverantwortliche Entscheidungen leichtfertig mit dem Leben der Menschen umgehen. Schutz und Rettung des Lebens und der menschlichen Existenzgrundlagen müssen über allen Eitelkeiten und Profitstreben stehen. Das ist das Gebot der Stunde. Liebe Schwestern, liebe Brüder, warum wir zu Hause bleiben sollen und müssen, wissen wir. Es ist Schutz vor Ansteckung. Vielleicht auch verbunden mit Furcht und Angst, sich anzustecken. Warum sich vor 2000 Jahren die Jünger und Jüngerinnen einschlossen und zu Hause blieben, klingt ähnlich. Nicht aus Angst vor einem Virus, sondern aus Angst vor Verfolgung und Missverständnissen durch die Juden haben sich die Jesus-Jünger eingeschlossen. Sie haben etwas erlebt,
was sie aus der normalen Lebensbahn herausgeworfen hat. Ihr Freund und Meister Jesus war am Kreuz hingerichtet und ins Grab gelegt worden. Dann gingen einige Frauen und Männer morgens zum Grab, fanden das Grab leer. Und dann erzählte noch Maria aus Magdala, dass sie Jesus gesehen und ihn gesprochen hätte. Großes Staunen und große Verunsicherung. Grund zum sich einschließen, zum Zuhausebleiben. In diese kleine, abgeschlossene Welt zu Hause bricht überraschend etwas ein, mit dem keiner gerechnet hat. Jesus steht mitten unter ihnen und sagt einfach: Friede sei mit euch. Eine Woche später ist dann in einer ähnlichen Situation der Apostel Thomas auch dabei. Und genau darum wird uns auch eine Woche nach dem Osterfest jedes Jahr genau dieses Evangelium von Johannes vorgelesen, das wir gerade gehört haben. Thomas fehlte beim ersten Mal und jetzt darf er Jesus an seinen Wundmalen berühren und glaubend R und B kennt er: mein Herr und mein Gott. Liebe Schwester, liebe Brüder, diese Ostergeschichte macht mir gerade in dieser schwierigen Zeit Hoffnung. In die abgeschlossenen Wohnungen dieser Tage, wir bleiben zu Hause, wo man nicht nur Homeoffice und Kinderlärm zusammenbringen muss, bricht unerwartet und überraschend doch noch etwas Neues ein, das dem Leben wieder eine neue Perspektive gibt. Genau das ist für mich Ostern. Es heißt Überwindung der Todesstarre, der Angststarre, Ermutigung zum Leben. Wir sagen dazu Auferstehung von den Toten. Unverständlich für viele Menschen heutzutage. Wer kann denn mit dem Begriff Auferstehung noch etwas anfangen, wirklich? Es bedeutet für mich, bei aller Angst und Bedrohung die Hoffnung nicht aufgeben. Gott lässt uns nicht allein in unserer abgeschlossenen Welt mit unseren Problemen und Unsicherheiten, wo wir nicht mehr alles selber im Griff haben. Es gibt einen überraschenden Ausweg. Die Jünger haben auch nicht damit gerechnet, dass Jesus nach seinem Tod leibhaftig unter ihnen erscheint. Und doch war es so. Nein, ernsthaft, Ostern ist keine Geistergeschichte. Und Berührungen sind wieder ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, lädt Jesus den Thomas ein. Aber der mahnende Satz, selig sind die nicht sehen und doch glauben, ist an die Nachwelt gerichtet, heute mehr denn je. Sich sehen geht heute meist ja nur virtuell über die Medien. Auch die direkte Berührung ist uns verwehrt. So machen wir denn jetzt mehr denn je auch im alltäglichen Leben die Erfahrung, dass nicht sehen und nicht berühren das menschliche Verhältnis, die menschliche Nähe zwar erschwert und herausfordert, aber keineswegs unmöglich macht, sondern auf einer Vertrauensbasis beruht, die wir Glauben nennen. Liebe Schwester, liebe Brüder, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, so wird dieses Thomas-Evangelium des zweiten Ostersonntags für mich zum passenden Corona-Evangelium, trotz aller physischen Distanz, trotz allen Eingeschlossenseins und wir bleiben zu Hause, vermag die Kraft Jesu, dies alles zu überwinden und vertrauensvolle Nähe zu ermöglichen. Tröstlich und wohltuend und vor allem befreiend von aller Enge des Eingeschlossenseins und aller Entfremdung durch Distanz. Es gibt einen Ausweg. Diese Osterzeit ist ja eher eine beklemmende Zeit. Die christliche Osterfreude kann in diesen Wochen noch keinen richtigen Ausdruck in den gemeinsam gefeierten Gottesdiensten finden. Die Osterbotschaft zu hören in geschlossenen Räumen zu Hause, so wie Sie jetzt zu Hause diese Botschaft hören und sehen, ist darum umso wichtiger. Christus ist auferstanden. Halleluja. Ja,
Daran glaube ich. Amen. Vater, du Gott unseres Herrn Jesus Christus, dich bitten wir nun. Für alle Kinder, die an diesem Sonntag oder in den kommenden Wochen an deinen Tisch getreten wären zum Empfang der ersten heiligen Kommunion. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die den Kontakt zu ihren Familien vermissen und sich nicht besuchen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Familien, in denen durch das Zuhausebleiben Streit und Unfriede herrschen, dass die wieder zusammenfinden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, für die morgen die Schule zu Hause wieder startet. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die in ihrem Leben keinen Sinn und kein Ziel entdecken. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Ärzte und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern und Altenheimen, dass sie Freude und Kraft für ihre wichtige Arbeit haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dass sich ihre Hoffnung bei Gott erfüllt. Allmächtiger Gott, du lässt sie in dein neues Leben wachsen. Sieh auf uns und höre auf unsere Bitten. Denn wir vertrauen auf dich in Christus, unseren Herrn. Amen.
Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben aller deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz Josef, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke auch jener, die in diesem Jahr an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der jetzt hier versammelten Gemeinde und mit uns verbundenen Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns so beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag und danach trat Jesus plötzlich und unerwartet immer wieder in die Mitte seiner Jünger und Jüngerinnen. Und er sprach den Friedensgruß, so haben wir es vorhin im Evangelium gehört. Und deshalb bitten wir auch jetzt, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf die Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein Frieden. Seht, Christus, das Lamm Gottes, gestorben für eine neue Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, im Heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie zuschauen und mitfeiern, kommen Sie gut durch diese nächste Woche, durch die Osterzeit, die ja bis zum Pfingstfest dauert. Und wir hoffen, dass die zaghaften Erleichterungen, die uns jetzt angekündigt sind, auch immer mehr werden, dass doch bald in absehbarer Zeit das normale Leben wieder möglich ist. Bis dahin alles Gute und den Segen Gottes wünschen wir nun und rufen ihn herab. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.